Freunde. Endlich mal wieder bei Nightwash. Das ist sensationell. Ja, und ich bin im Auftrag der Herren unterwegs. Ja, 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 ich habe mich gewandelt vom Saulus zum Paulus. Mein neues Programm heißt Frauen sind Göttinnen. Und die Frage, meine Damen, seid ihr Göttinnen? Dann ruft Halleluja. Halleluja. Ja, ganz genau. Und Männer, was seid ihr? Arschlöcher, ganz genau. Idioten, Deppen, Dienstleister. Nicht, wie die Frauen immer so schön sagen, wozu braucht eine Frau einen Mann? Weil Vibratoren nicht Rasen mähen können. Das stimmt. Und ich habe mir vorgenommen, eine neue Weltreligion zu gründen. Weil es ist ja interessant, nicht alle Weltreligionen sind frauenfeindlich. Eine Unverschämtheit. Selbst im Buddhismus ist die Reinkarnation der Ratte noch oberhalb der Frau. Meine Damen, ist das eine Unverschämtheit? Dann sagt Halleluja. Und ich werde eine neue Religion gründen, die Heilige Kirche der glücklichen Frau. Weil es wird einmal mal Zeit. Ich meine, warum werden Frauen Jahrtausende unterdrückt? Weil der Mann natürlich genau weiß, sie ist besser. Er weiß es einfach. Deswegen hat er der Frau alles weggenommen. Er hat gesagt, ich bin besser. Er hat eine Bibel geschrieben, die sie nicht lesen durfte. Er hat gesagt, da, Eva ist die Sünde, die Schande. Und sie sagt, hat Gott das denn selber geschrieben? Nein, Gott hat diese Bibel schreiben lassen. Also man könnte sagen, Gott ist so eine Art Karl Theodor zu Gutenberg, der Weltreligion. Also eine Unverschämtheit. Nee, und der Mann hat die Herrlichkeit der Frau quasi angezogen. Der Papst läuft bis zum heutigen Tag in Frauenklamotten rum. Interessant, ja. Nee, war ja wieder in Deutschland. Ist doch wirklich so. Und was hat er gesagt? Nix hat er gesagt. Da hat man gesagt, was ist denn jetzt mit Kindesmissbrauch? Ich war nicht dabei. Nee, es ist... Ja, da hat man auch hier auch Kondomverbot, war ja ein Riesenthema. Nicht? Was ist denn jetzt mit dem Kondomverbot? In Afrika sterben die Menschen an AIDS wie die Fliegen und der Papst ist gegen Kondome. Wobei, er hat ja eingeschränkt, hat gesagt, ja, in begründeten Ausnahmefällen, also bei HIV-positiven Ministranten, kann man schon mal eine Ausnahme. Also das ist, ja, ja, der ist böse, der ist böse. Aber da muss ich immer an diesen alten Ministrantenwitz denken. Der ist ganz lustig, den kennt ihr bestimmt, aber ich erzähle trotzdem. Pass auf, der katholische Pfarrer ist krank und kann heute die Beichte nicht abnehmen, kann er nicht abnehmen. Also schickt er einen jungen Novizen vor, also einen Anfänger, einen Lehrling. Der hat das aber noch nie gemacht. Er sagt, wie soll ich denn? Sagt der Pfarrer, ist kein Problem. Ich hab dir das alles aufgeschrieben. Ne? Da hängt so Zettelchen, da hängt ein Beichtelbus und draufgucken. Ne? Sünde, Strafe, alles nebeneinander. Ich bin krank, ich bin weg. Jetzt sitzt der Novize aufgeregt in seinem Beichtstuhl und wartet auf das erste Opfer. Wer kommt? Eine Frau. Eine Frau geht zur Beichte. Ne? Das kriegen nur Katholiken hin. Also, das würde ja voraussetzen, dass eine Frau an was schuld sein könnte. Was für eine Unverschämtheit. Was für eine Blasphemie. Meine Damen, ihr seid da. Ihr seid die Göttinnen. Ich frage euch, können Frauen schuld sein? Nein. Niemals. Männer sind immer schuld. Habe ich recht? Ja. Halleluja. Ne? Das ist schon die erste Lehre, Jungs. Ne? Ihr seid immer schuld. Egal, was du machst. Nehmen wir die Scheidungsquote in Deutschland. 70-80% aller Scheidungen in Deutschland werden von Frauen eingereicht. Ja, aber wer ist schuld? Der Mann, und zwar grundsätzlich immer. Denn was tut denn der Mann in der Beziehung? Was tut er? Nix, ganz genau. Ein ewiger Minderleister. Alles muss ihm aus der Nase rausziehen. Ne? Sag doch mal, dass du mich liebst. Warum? Ne? Wenn ich dich nicht lieben würde, wäre ich doch nicht da. Ne, so sind sie doch drauf. Ein Mann glaubt doch schon treu zu sein, wenn er beim Fremdgehen an die eigene Frau denkt. So sind sie doch drauf. Ne? Drecksbein. Und die Frauen sind enttäuscht. Die sind zu Recht enttäuscht. Warum? Weil sie wissen, er kann es. Ne? Am Anfang konnte das doch auch, stimmt's? So die ersten 4, 5 Monate, wie ist der Mann da? Süß, drollig, charmant. Da lacht sie schon, sie weiß ganz genau, was ich meine. Die Frau glaubt, sie hätte einen Menschen kennengelernt, aber es ist ein biologisches Verarschungsprogramm. Der Mann tut am Anfang so, ja, da kann er auf einmal reden wie ein Wasserfall. Blablabla, ich bin weder Aste, denn Steinbock, blablabla. 30 Mal am Tag ruft er an, Schatz, ich liebe dich, ich hänge an dich, ich habe gerade an dich gedacht, mir tut die Hand schon weh, aber ich liebe dich. Nee, ja. Wir wissen natürlich instinktiv, Männer können überhaupt nicht reden. Das ist ja ganz interessant, haben Hirnforscher festgestellt, nur Frauen haben 5 auf Kommunikation spezialisierte Regionen im Hirn. Den ganzes halbe Hirn wegpusten, die können immer noch weiter sabbeln. Nee, es ist interessant. Ja, für Frauen hat das Reden einen Wert an sich, völlig unabhängig vom Inhalt. Na, darum geht's gar nicht. Sondern das ist eben Kommunikation. Man sieht das ganz oft, Frauen ne, sitzen am Tisch und unterhalten sich. Nicht? Jede Frau redet, alle gleichzeitig. Jeder hat ein anderes Thema. Und die gehen hinterher auseinander und sagen, war ein schönes Gespräch. Ja, also, ja. Und die merken sich auch alles. Das ist wirklich, eine Frau betritt einen Raum, nach 5 Minuten weiß die, wer was mit wem, bis in die 5. Generation. Ein Mann weiß gar nichts. Der kommt noch rein, Notausgänge, mehr weiß er nicht. Nee, ein Mann kann ja auch gar nicht sprechen, weil er hat ja keinen, wenn ein Mann sprechen will, er hat keine Sprachzentren, dann muss das gesamte Hirn anschmeißen. Nee, deswegen dauert das immer, bis er loslegt.
Deswegen stottern auch nur Männer. Vielleicht schon mal aufgefallen, nur Männer stottern. Und ist klar, der Mann muss ja seine Sprache auch kontrollieren. Nicht? Ja, weil er ist ja ein Testosteronmonster, sprich, er hat zu viel Testosteron. Nicht? Das macht ihn aggressiv und geil. Also das heißt, der gesamte geistige Horizont eines Mannes spielt irgendwo zwischen Gina Wild und World of Warcraft, also Ficken und Töten. Das ist das Einzige, was ihn interessiert. Ja, deswegen... Nee, deswegen darf er nicht sagen, was er denkt. Ne? Mütter kennen das alle. Mütter, die die Kinder haben, ne, gerade die Söhne, die hören ja irgendwann in der Pubertät, hören die auf zu sprechen. Warum? Ne, ist ja klar. Ne? Wenn du den fragst, an was denkst du denn gerade? Ja, ficken, töten. Mehr kommt da nicht bei raus. Deswegen muss er seine Sprache kontrollieren. Ne, Frauen haben das nicht nötig. Frauen können einfach drauf losreden. Alles, was sie sagen, ist nicht immer interessant, aber auf jeden Fall harmlos. Ne? Ja, sie sind da einfach viel, viel edler. Sie können einfach drauf losreden. Sie sind wie Fledermäuse. Frauen geben Geräusche raus und am Echo orientieren die sich. Das heißt, wenn man einer Frau nicht antwortet, fliegt sie gegen den Baum. Und das wollen wir nicht. Deswegen ist es unsere oberste Pflicht, mit der Frau zu sprechen. Meine Damen, habe ich recht? Ja. Jawohl. Ganz, ganz wichtig, am Anfang können wir das. Ne, da sabbeln wir dann, wir schreiben auch Liebesbriefe. Ich liebe dich so heiß wie der Bock die Geiß. Ne, ja, sind toll, ich bringe Geschenke mit. Und, ne, und irgendwie nach 6 Monaten bricht er zusammen. Warum? Er sitzt wieder grunzend vor der Höhle. Die Frau denkt, was ist los? Wo ist der nette Mann hin, den ich kennengelernt habe? Wie gesagt, der frisch verliebte Mann, ein biologisches Verarschungsprogramm. Der Mann tut am Anfang so, als wäre er eine Frau. Sonst würde sich die Edle ja nicht mit ihm einlassen. Es ist einem Mann aber nicht möglich, sich länger als 6 Monate in eine höhere Lebensform hineinzudenken. Ne, womit bewiesen wäre, dass Frauen Göttinnen sind. Na, seid ihr Göttinnen? Ja! Seid ihr schuld? Nein. Niemals. Und damit zurück zu unserem Witz. Nee, den hätte ich so fast vergessen zu erzählen. Also, die Frau geht also zur Beichte. Wie gesagt, totaler Schwachsinn. Setzt sich in den Beichtstuhl und fängt an zu beichten. Herr Pfarrer, ich muss hier was gestehen. Ich habe gesündigt. Ja, was denn? Ich hatte Analverkehr. Was? Ich hatte Analverkehr. Bitte? Ich hatte Analverkehr! Kennen Sie doch, Herr Pfarrer. Ja, ja, kenne ich. Nee, das war noch nicht der Witz. Das war noch nicht der Witz. Jetzt guckt er auf seinen Zettel und sucht, Analverkehr. Steht da aber nicht. Guckt er unter P wie Popo ficken, da steht es aber auch nicht. Ist er ganz verwirrt, geht also raus und fragt den ersten Ministranten, der zufällig draußen vorbeiläuft. Sag mal, was gibt denn der Pfarrer für Analverkehr? Hast unterschiedlich, machen Bounty, machen Snickers, je nachdem. Nee. Alter Witz, aber sehr, sehr schön. Ja, da könnt ihr ruhig mal klatschen. Ne? Schön erzählt. Schön erzählt. Wie gesagt, ich habe die neue Weltreligion gegründet. Also Katholiken könnt ihr vergessen. Nicht? Also, es macht keinen Sinn. Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Also die Damen austreten. Kommt alle in meine Kirche, gerade die Frauen. Die heilige Kirche der glücklichen Frau. Ich sage Halleluja. Das war's und noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ingo Appel. Danke.